Kennt ihr das hier eigentlich? Ist das nicht cool? Hallo liebe Spindelmeer-Freaks! Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Rasenfreak auf YouTube und ich liebe Spindelmeer. Ihr wisst es, die ihr mich schon öfters angeschaut habt, die ihr mich noch nie angeschaut habt. Schön, dass ihr da seid. Wir beschäftigen uns mit Rasen, wir beschäftigen uns mit Spindelmeeren. Ich liebe Spindelmeer. Spindelmeer haben den perfekten Schnitt. Scherenschnitt. Könnt ihr mal gucken, ne? Vergleich Spindelmeer gegen Sichelmeer, altes Video von mir. Ja, und heute wollen wir uns mal mit der Frage beschäftigen, was muss ich tun, um bei einer bestimmten Schnitthöhe den perfekten Schnitt zu erzeugen. Bleibt dran! So, jetzt steigen wir mal hier richtig ein hier in diese Tabelle, die ich jetzt hier mit viel Mühe auf diese Tafel hier geschrieben habe. Ja, die Frage ist, Anzahl Messer einer Spindel in Bezug zur Schnitthöhe des Grases. Ich habe mir ja diesen Toro E-Flex gekauft, einen Profi Greensmäher mit Batterie, mit Akkubetrieb. Und dieser Toro E-Flex mäht nicht schlecht, hat aber eine 14-Messerspindel. Und bei einer 14-Messerspindel ist das Problem, habe ich schon oft gesagt, könnt ihr mal meine alten Videos gucken, je größer die Anzahl der Messer, desto schlechter kann langes Gras von einer Spindel geschnitten werden. Deswegen haben diese Handspindelmäher auch immer so unglaublich wenig Messer. Die haben nur 5 Messer oder so, haben dadurch einen ganz großen Abstand zwischen den Messern und können aber dementsprechend viel Gras und auch hohes, rausgewachsenes Gras einfädeln, einfangen und dann abschneiden. Ich habe also eine 14-Messerspindel und da ist der Abstand, ich habe das mal gemessen, der Abstand zwischen 2 Messern, habe ich gemessen, der Abstand beträgt nur noch 27 mm. Bei einer 11-Messerspindel beträgt der Abstand dann schon, ja, es kommt drauf an hier, ungefähr so 34 mm und bei einer 8-Messerspindel beträgt der Abstand sogar 46 mm. Ich habe mal versucht, jetzt über so ein paar geometrische, ne, Sinusfunktionen mal auszumessen, auszurechnen, was ist die Höhe des Grases, das eine Spindel mit 14, 11 oder 8 Messern optimal einfädeln kann. Da seht ihr die Spindel und hier habe ich jetzt mal einfach so frei 2 Messer eingezeichnet. Und der entscheidende Punkt ist diese Höhe H. Und wenn ich jetzt mal hier rüber gehe, dann sieht man zum Beispiel, wenn ich jetzt eine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Messerspindel nehme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Messer, dann habe ich zwischen diesen beiden Messern einen Winkel von logischerweise 45 Grad. Zwischen dem Schnittpunkt ganz unten und dem Punkt, wo das Messer jetzt anfängt, das Gras einzufädeln, liegen nur Höhe H 11 mm bei einer 14 Messerspindel. Also 11 mm darf idealerweise das Gras nur auswachsen, um sicher von der Spindel eingefädelt zu werden. Bei 11 Messern darf das Gras schon ungefähr 18, 19 mm rauswachsen und bei einer 8 Messerspindel darf das Gras sogar so 33 Millimeter, ca. 33 mm auswachsen. Wenn ich nicht oft genug mähe, dann kann ich das Gras nicht einfädeln, weil es schon zu weit rausgewachsen ist und dann wird das Gras einfach nicht abgeschnitten. Und das sieht man ganz deutlich auch beim Rasen. Man sieht, wenn man so richtig schön rüberpeilt, sieht man eben, dass ganz viele Gräser noch stehen bleiben, während die anderen abgeschnitten sind. Und das liegt einfach darin, das Gras wächst zu schnell raus und es wird dann nicht eingefädelt. Und jetzt ist halt die Frage, was machen wir? Nehmen wir eine 11 Messer oder nehmen wir eine 8 Messerspindel? 14 Messerspindel, die muss ich rausschmeißen. Also 11 oder 8 Messer, mein Händler hat mir gesagt, 8 Messer wäre richtig. Ich will das Gras so zwischen
Naja, vielleicht will ich mal auf 10 mähen, also zwischen 10 und 20, idealerweise so zwischen 14 und 16 mm Schnitthöhe will ich mähen. Das finde ich halt einen sehr, sehr schöne Optik, wenn dieses Gras so richtig schön kurz, bürstenartig auf der Fläche zu sehen ist. Genau, deswegen, ja, was mache ich? Was ist richtig? Interessant natürlich auch die Ein-Drittel-Regel. Wenn ich 14 mm Schnitthöhe habe, dann darf nach der Ein-Drittel-Regel das Gras nur 1 cm, maximal 21 mm rauswachsen. 14 auf 21 nach der Ein-Drittel-Regel. Da merkt man auch schon, wie oft man eigentlich mähen muss. Das heißt, kurzes Gras mit Spindelmähern, die mehr Messer haben, 11 Messer, 14 Messer, muss man eigentlich jeden Tag mähen. Macht ja auch Spaß, kann man ja auch machen. Trotzdem möchte ich aber nicht, wenn ich einmal das vergesse oder mal keine Zeit habe, am nächsten Tag denn schon das Problem haben, dass ich das Gras nicht mehr einfädeln kann. Dann muss man hin und her, so kreuz und quer. Also gegenmähen heißt das, also ich mähe erst in die eine Richtung, dann legt sich das Gras um, dann mähe ich in die andere Richtung und versuche die nicht gemähten Gräser noch einzufangen. Ja, schwierige Frage. Wenn ihr als Greenkeeper arbeitet, wenn ihr verantwortlich seid, diese Maschinen, diese Profimaschinen einzustellen, was sagen hier die Profis? 12 bis 16 mm Schnitthöhe, alle 2 bis 3 Tage mähen. Was ist die richtige Spindel für einen Greensmäher? Schreibt mir das mal in die Kommentare oder sendet mir eine E-Mail. Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten. Ja, das war es jetzt hier mit einem kurzen Video zum Thema Probleme mit dem perfekten Schnitt. Bleibt dran, abonniert mich, macht die Glocke an. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Euer Rasenfreak. Tschüss.